Hallo, ihr lieben Zuschauer vom Filmfestival Cottbus. Ich bin Joshua Jadi und ihr werdet mich jetzt häufiger sehen, weil ich die ganzen Q&As mit den Hauptwettbewerbsfilmen gemacht habe. Und da dachten wir uns, dass ich auch mal kurz was von mir erzähle, wer ich so bin, was ich hier so mache sonst. Ich studiere Regie und Drehbuch an der Filmakademie Wien, habe schon ein paar Filme gemacht und sitze gerade im Schnitt von einem weiteren. Für das Filmfestival Cottbus war ich im letzten Jahr als Program Consultant tätig. Das heißt, ich habe ganz viele Filme geschaut, um das Programm in diesem Jahr vorzubereiten. Ansonsten mache ich in diesem Jahr Q&As für den Hauptwettbewerb und ich werde noch das ein oder andere Q&A des Festivals machen. Das werdet ihr dann auch noch sehen. Ja, in den Q&As muss ich sagen, waren doch eine ganze Reihe von interessanten Gesprächen. Es gab lustige Momente, es gab auch sehr ernste Momente. Wir haben mit Ivan Itverdowski zum Beispiel darüber geredet, wie man mit dem Trauma einer ganzen Nation umgeht, wie man recherchiert, wenn eigentlich niemand drüber sprechen möchte. Und mit dem Produzenten von I Never Cry, Jan Kwiecinski, habe ich darüber geredet, dass es eigentlich zwischen irischen Vorstädten und polnischen gar nicht so wirklich einen Unterschied gibt und dass sie mal ordentlich aufräumen wollten mit diesem Mythos, dass im Westen alles besser sei. Ich hoffe, ihr schaut euch die ein oder anderen Q&As an. Es würde mich sehr freuen. Es sind wirklich tolle Gespräche dabei und ich wünsche euch jetzt ganz viel Vergnügen bei den Filmen. Und hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr in Cottbus dann auch wieder in der Wirklichkeit sehen.